in dieser Dokumentation vom Erlebnismuseum Zylinderhaus gibt es ein paar schöne automobile Geschichten. Entdecken wir sie gemeinsam. Dieser Audi Typ M18 mit 80 PS aus Baujahr 1928 verkörperte mit seiner einmaligen Technik wie kein anderer seiner Zeit den heutigen Slogan der Audi AG: Vorsprung durch Technik. Die Fahrgestelle des Audi M waren damals mit einem Preis von 24.000 Reichsmark die teuersten im ganzen Deutschen Reich. Karosserieaufbauten wurden, wie zu der Zeit noch insbesondere für Luxusfahrzeuge üblich, nach den Wünschen der Kunden bei verschiedenen Karosserieherstellern in Auftrag gegeben. Der hier ausgestellte Wagen wurde 1934 zu einem Feuerwehrmannschaftswagen für eine Spritzenbesatzung umgerüstet. Hier steht einer von gut 2,7 Millionen Mal gebauten Kadett B, der Adam Opel AG in Bochum. Der Opel Kadett B war in der zweiten Hälfte der 60er Jahre der härteste Konkurrent des VW Käfers. Er war auch als Viertürer lieferbar und bot somit viel Platz für die ganze Familie und hatte auch noch einen großen Kofferraum, im Gegensatz zum Käfer. Auch ein Motorenangebot von 45 bis 90 PS und die Modellvarianten Limousine, Caravan, Coupé oder auch als Fließheck machten den Kadett B sehr attraktiv für die Kundschaft. Nachdem Professor Ernst Heinkel 1957, ein Jahr nach der Präsentation seines Kabinenrollers, das Interesse hieran verloren hatte, er wollte wieder Flieger bauen, nutzte er 1958 seine Kontakte zum Austin-Montagewerk in Irland. Dort sollte die Kabine in Lizenz gebaut werden und die zur Produktion benötigten Werkzeuge wurden von Speyer auf die Insel verlagert. Die Iren boten aber keine Fertigungsqualität, sodass bereits 1959 in England die Firma Trojan die Produktion übernahm. Von 1961 bis 1964 wurden 6100 Kabinenroller mit einem Einzylinder-Viertankmotor gebaut. Ein Scheunenfund vom Allerfeinsten, dieser Gutbrot Superior 600. Dieser Wagen ist mittlerweile 67 Jahre alt und erzählt, komplett erhalten mit reichlich Patina, die Geschichte der Jahrzehnte. Unter der technischen Leitung von Dr. Hans Scherenberg entstand ab 1950 in Plochingen der damals sehr moderne, schnelle und formschöne Zweisitzer mit Rolldach. Bleiben wir noch etwas bei den Kleinwagen und werfen einen Blick auf diesen Maiko MC500, der in Pfäffingen im Schwabenland gebaut wurde. Ein viersitziges Fahrzeug, ein Auto für jedermann. Ähnlich wie bei anderen Herstellern war der Verkaufspreis des Zweitaktwägelchens mit 3.700 D-Mark viel zu nah am Preis eines VW Käfers, der damals als vollwertiges Familienauto galt. Dieses Exemplar mit Rechtslenkung wurde einst nach Südafrika geliefert. In dieser Version ist der Maiko 500 heute vermutlich weltweit einzigartig. Ein Glas Isar 600, besser gesagt der große Gogo, mit einem Zweizylinder-Viertaktmotor und 20 PS. Dieser Wagen ist heute eine vergessene Rarität. Trotz vieler technischer Unzulänglichkeiten konnte Hans Glas in 7 Jahren von 1958 bis 1965 86.000 Stück des bummeligen Kleinwagen, der auch als Kombi lieferbar war, verkaufen. Das hier ausgestellte Exemplar wurde vom Vorbesitzer mit allem erdenklichen Zubehör zur Vollausstattung ausgerüstet. Der Opel Olympia war in den 1950er Jahren nach dem VW Käfer jahrelang die Nummer 2 in der Verkaufsstatistik. Dieses Fahrzeug stammt aus der ersten Serie bis September 1954, erkennbar an seinem Haifischmaul. Der Verkaufspreis lag damals bei 6.250 D-Mark
und Opel konnte allein von dieser ersten Serie über 150.000 Stück verkaufen. Der in Rüsselsheim gebaute Olympia besaß einen Vierzylinder-Reihenmotor, der aus 1500 Kubikzentimeter 40 PS erarbeitete und eine Höchstgeschwindigkeit von 122 km/h erreichte. In diesem Filmset steht ein Borgward Isabella TS von 1957 und verkörpert eine Besucherattraktion. Hier darf man sich mal reinsetzen, um die Qualität des Bremer Fahrzeuges zu erleben oder auch Fotos von sich in einem so schönen Oldtimer zu machen. Eine DKW-Limousine der Sonderklasse, die zwischen 1937 und 1940 als F8 produziert wurde. Dieser Wagen mit einem Leergewicht von 975 Kilogramm treibt einen V4 Zweitaktmotor mit 1054 Kubikzentimeter und zwei Ladepumpen an. Die 32 PS Leistung beschleunigen den in Zwickau gebauten Fronttriebler auf maximal 91 Stundenkilometer. Ein eleganter Sportwagen ist dieser DKW F4 Eel Roadster von 1934. Eine Mittelklasse Augenweide, die von 1932 bis 1938 nur 120 Mal gebaut wurde. Bei den Gebrüder Eel in Bruchsal gab es dieses Schmuckstück zum sehr hohen Preis zu der Zeit von 3250 Reichsmark. Die Gebrüder Eel arbeiteten viel mit Erhard Wendler in Reutlingen zusammen und bauten auch Karossen für den BMW Dixie. Sie verwendeten zum ersten Mal die zwei Nieren als Markenzeichen, welches 1934 an BMW verkauft wurde. Mann, Mann, was gab es damals für bild- und formschöne PKWs wie dieses IFA F8 Export Cabriolet von 1953. IFA steht für Industrieverband Fahrzeugbau der DDR. Das Modell F8 der 50er Jahre war eine verbesserte DKW-Meisterklasse aus der Vorkriegszeit. Die Formgebung der Karosserie lässt die Handschrift der Firma Gläser in Dresden erkennen. Unter der Motorhaube schlägt das Herz eines DKW-Zweizylinder-Zweitakters mit 690 Kubikzentimeter Hubraum und 20 PS. Der NSU Wankel Spider ist ein zweisitziges Cabriolet der NSU Motorenwerke AG und war 1964 das weltweit erste Serienfahrzeug mit Wankelmotor. In dieser selbsttragenden Ganzstrahlkarosserie ist im Heck ein Einscheiben-Wankelmotor mit 500 Kubikzentimeter und 50 PS eingebaut. Laut Werksangabe schafft dieser schöne Flitzer 155 Stundenkilometer. Auch ein NSU, obwohl VW draufsteht, der K70. Er war das erste Fahrzeug von Volkswagen mit einem Frontreihenmotor sowie Wasserkühlung und der erste in Serie gebaute Volkswagen mit Frontantrieb. Entwickelt wurde er von NSU und kam im September 1970 auf den Markt. Vorher hatte Volkswagen ausschließlich Fahrzeuge mit luftgekühlten Heckmotoren gebaut. Diese letzten Bilder meiner zweiten Dokumentation über das Zylinderhaus zeigen, dass es in diesem Erlebnismuseum so einiges zu entdecken gibt. Der Weg ist das Ziel. Also auf nach Bernkastel-Kues.